Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von der DMSG, der DMSG Community. Wem da draußen geht's so ähnlich? Man würde gern einfach mal all seine Probleme weghauen. Und damit begrüße ich euch herzlich zu dem neuen Video hier auf dem Kanal von der DMSG, der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft und unserer gemeinsamen Community. Ich freue mich wieder, dich begrüßen zu dürfen. Schön, dass du wieder zu einem neuen Video eingeschaltet hast, obwohl ich wahrscheinlich wieder auf dem Titelbild bin und du dir vielleicht irgendwann sogar denkst, flucht immer dieser Kevin, ich kann sein Gesicht langsam nicht mehr sehen. Ja gut, wahrscheinlich denken das vielleicht hoffentlich gar nicht so viele, aber es soll in die ähnliche Richtung gehen, denn heute wollen wir mal motzen. Man kann statt motzen auch sagen, sich aufregen, Luft rauslassen, einfach mal ein bisschen irgendwo seine ganzen negativen Gedanken rauslassen können. Denn glaubt mir Leute, das kann so gut tun. Und im heutigen Video will ich euch einladen, dass ihr heute einfach mal alles rauslasst. Lasst alles raus, was euch nervt. Schreibt mir in die Kommentare, was euch so richtig ankotzt, heute oder allgemein oder die ganze Woche. Ihr dürft. Wir meckern so oft rum im Internet und dann beschweren sich die Leute über uns. Außer heute. Heute dürfen wir das. Und deswegen will ich euch herzlich einladen. Schreibt einfach mal unter dieses Video, sei es in Facebook oder YouTube, völlig egal. Was ärgert euch so richtig und warum ärgert euch das? Und kann man da was gegen machen? Wenn ja, dann versuch es zu machen. Vielleicht musst du dich dann nicht mehr drüber ärgern. Aber wenn es was ist, was man eh nicht ändern kann, dann schimpfen wir heute einfach alle mal. Das Ganze hat natürlich auch einen Sinn und da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber bevor ich zu dem Sinn dieses Videos komme, will ich jetzt mal meckern. Und ich meckere heute mal wieder über den Stress. Es nervt mich einfach, ständig gestresst zu sein, obwohl ich nicht gestresst sein soll. Und da denke ich mir, sag mir nicht, wann ich gestresst sein soll, wenn ich gerade gestresst sein will. Ach, ich habe es schon mal im Video gesagt. Ich finde Stress gar nicht so verkehrt. Irgendwie brauche ich das. Aber nein, die doofe MS sagt mir, Kevin, du sollst keinen Stress haben, ansonsten kriegst du wieder ganz fiese Schübe. Da würde ich manchmal sagen, komm doch her, MS. Komm doch her. Wenn es doch nur so einfach wäre. Aber wem erzähle ich das? Ich meine, ihr kennt das Leid. Und jetzt komme ich so ein bisschen zu dem eigentlichen Thema, warum wir uns heute mal ausmeckern dürfen. Weil ich mir persönlich wünsche, dass wir uns jetzt alle einfach mal hier komplett ausmeckern, ausmaulen, uns aufregen können. Und danach ist erstmal wieder Ruhe. Ich hoffe, du da draußen fühlst dich jetzt nicht angesprochen, wenn du gar nicht gemeint bist. Ich rede von einer ganz speziellen Zielgruppe jetzt gleich. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video angesprochen. Das Video findet ihr übrigens am Ende dieses Videos in der Infokarte oder auch unten in der Infobox. Da lege ich euch das gern nochmal rein. Da ging es nämlich um das Thema Stress und die dazugehörigen Pausen. Ja, und wie gesagt, in dem Video hatte ich es ja schon angedeutet. Es gibt etwas, das ärgert mich wirklich auch sehr. Und das ist teilweise der Umgang untereinander zwischen uns, also jetzt auf dieser YouTube-Seite, die wir hier haben, noch nicht wirklich. Im Facebook ist es auch noch okay, aber ich spreche erstens von meiner allerersten Erfahrung mit einer MS-Selbsthilfegruppe. Ich ging in diese Selbsthilfegruppe, ich hatte die Diagnose vielleicht nicht mal eine Woche gehabt und habe mir natürlich erstmal in Social Media Hilfe gesucht, wie das heutzutage in der Generation recht üblich ist, und bin dann in so eine Gruppe gekommen. Dann habe ich angefangen zu beschreiben, hey, ich bin neu, mein Leiden ist dies und jenes und ich bin sehr verunsichert, weiß gar nicht, worum es hier geht und was ich machen kann. Ein paar Leute haben dann gesagt, hey, schön, dass du hier bist, willkommen, und haben auch nette Worte geschrieben, aber dann ging es ziemlich schnell los, dass die sogenannten, ich weiß, wie ich es nennen soll, es sind keine böswilligen Menschen, aber sehr negative Menschen. Und die dann angefangen haben mit den ersten Sätzen wie, ach, stell dich nicht so an. Und mir geht's noch viel schlimmer. Sei mal froh, dass du noch nicht im Rollstuhl bist. Ich bin froh, dass ich nicht in diesem Stadium bin. Das ist mir schon bewusst. Aber für jemanden, der frisch diese Krankheit hat, der völlig am Anfang steht, der gar nicht weiß, wohin mit seinen Gedanken, der gar nicht weiß, was auf ihn zukommen kann, der einfach nur mal irgendwo sich aufgehoben fühlen wollte, war das ziemlich schmerzhaft, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Leute mir dann gesagt haben, dass ich mich nicht anstellen soll und ich gerade erfahren, dass ich eine chronische Krankheit habe, die ich den Rest meines Lebens habe und die eventuell im Rollstuhl landen kann. Was nicht sein muss, aber kann. Und das finde ich nicht schön. Und das habe ich dann weiter beobachtet in verschiedenen Selbsthilfegruppen, in verschiedenen MS-Foren. Und Forum, da muss ich auch drauf zu sprechen kommen. Denn die DMSG hatte wohl auch mal ein Forum und wollte es jetzt wieder aufleben lassen. Und als es wieder aufleben sollte, wurde ich damit eingebunden und sollte halt einfach mal ein bisschen schauen, wie unterhalten sich die Leute, kann ich meinen Senf dazugeben, darf ich irgendjemanden beraten oder helfen, beistehen. Ja, und das Einzige, was in den ersten zwei Tagen in diesem Forum passiert ist, war nur Negatives. Also wirklich nicht nur, man darf ja nicht immer pauschalisieren, aber viel Negatives. Vieles, das ist scheiße, warum ist das so, haha, so sieht doch kein Forum aus und immer so weiter. Und das ist okay, sag ich mal. Man darf ja Kritik an etwas äußern. Und jetzt komme ich zum Punkt des heutigen Videos überhaupt. Kritik äußern. Ihr dürft mal meckern. Ihr dürft mal euch beschweren und ihr dürft euch wirklich mal richtig auskotzen. Einfach nur, damit es einem von der Seele gesprochen ist. Ich mache das selber ganz oft. Ich komme in den Raum,
motze irgendwie meinen besten Kumpel erstmal voll, wie scheiße alles ist. 5 Minuten später geht es mir besser. Ich sage, danke, dass du das kurz ertragen hast. Mir geht es schon viel besser. Und das dürft ihr immer gerne machen. Das dürft ihr auch hier machen. Das sollt ihr heute sogar hier machen. Aber in so einem Forum, wo dann Frischlinge reinkommen, neue Leute, die noch nicht lange damit sich befassen, die einfach nach Informationen suchen und nach einer Community, die sich gegenseitig stützt, da ist es wirklich unschön, wenn dann nur Negatives kommt. Und wenn es Kritik an der Seite oder an dem Forum an sich ist, dann ist es als Kritik wunderbar. Gerne, nur durch konstruktive Kritik kann man etwas verbessern. Und die DMSG, und da bin ich ja auch ein Teil mittlerweile von, deswegen kann ich auch davon sprechen, wir möchten ja für euch das bestmöglichste Produkt oder Ergebnis auf den Markt bringen. Wir wollen ja nur helfen, das ist ja alles kostenlos. Keiner sagt, ihr müsst 5 Euro für das Forum zahlen. Das ist ja alles, was wie gesagt anderen Menschen einfach nur eine Hilfe sein soll und ein Treffpunkt zum Austauschen. Wenn das noch nicht optimal ist, dann schreibt doch einfach, ey, das ist ja schon eine ganz nette Idee, aber ich würde dies und jenes verbessern. Und dann kommt das auf eine Liste und wir schreiben das auf und geben das Informatikern und sagen, ey, was kann man da machen? Mach das mal bitte besser. Dann will ich jetzt das Video nicht wieder allzu lang strecken und hier einen Cut machen. Ich würde sagen, ihr habt, denke ich mal, verstanden, worum es geht. Meckert rum, beschwert euch über alles, was euch gerade nervt, bitte. Ich mache auch mit, ich schreibe in den Kommentaren mit und mecker mit euch rum. Und wenn wir wieder irgendwann in das Forum wechseln, auf der DMSG-Homepage, dann lasst uns doch konstruktiv miteinander sprechen. Lasst uns doch sagen, was uns stört an manchen Sachen. Aber lasst uns lösungsorientiert danach suchen. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir wieder unsere Community ein bisschen besser gemacht, ein bisschen stärker gemacht und haben wieder mehr Leute zusammengeführt. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank mal wieder fürs Zuschauen. Herzlichen Dank, dass ihr immer noch Lust habt auf mehr hiervon. Wenn du, und das sage ich in jedem Video, auch mal Bock hast, dann schick uns doch einfach mal ein Video. Oder schreib uns eine E-Mail. Alle Informationen dafür findest du unter dem Video in der Informationsbox. Ich habe sogar mal ein Video dazu gemacht, wie man ein Video macht. Also da sollte euch alles klar sein. Wenn Fragen sind, stellt sie mir. Ich helfe euch, ich antworte euch. In diesem Sinne, herzlichen Dank nochmal fürs Zusehen. Bis bald. Ich hoffe, das Ganze hat euch irgendwie geholfen. Meckert jetzt mal richtig los. Meckert, was das Zeug hält. Aber dabei nicht den Daumen runtergeben, sondern den Daumen hoch natürlich. Macht's gut. Ciao und bis bald.